Herzlich willkommen zu einem Thema des Tages Spezial, heute aus dem ISS Dome in Düsseldorf. Dort ist soeben die Auftaktveranstaltung für die heiße Phase des Wahlkampfs der CDU zu Ende gegangen. Bei mir ist der Generalsekretär Hermann Gröhe. Herr Gröhe, wie war die Veranstaltung, Ihr Fazit? Ich bin auch ganz begeistert. Das war ein toller Tag. Es war unterhaltsam, es war ein attraktives Programm, aber es war vor allen Dingen ein kämpferischer Auftakt in diese heiße Wahlkampfphase. Mit Volker Bouffier, der am 22. September in Hessen wiedergewählt werden soll als erfolgreicher Ministerpräsident. Mit Horst Seehofer, der am 15. September in Bayern bereits vorlegen will, mit einem tollen CSU-Ergebnis und natürlich mit unserer Bundeskanzlerin und Bundesparteivorsitzenden Angela Merkel. Und jetzt sind es noch knapp 20.000 Minuten. Minuten, die wir wirklich alle nutzen wollen, um Menschen zu erreichen. Wie genau wollen Sie die nächsten 20.000 Minuten nutzen? Was haben Sie vor in den nächsten Tagen? Also das eine ist, dass die Gedanken, die hier geäußert worden sind, das gemeinsame Bekenntnis zu einer starken Wirtschaft, einem stabilen Euro, zu einem Land, das gemeinsam erfolgreich ist, in jedem Gespräch, das jeder von uns führt, am Arbeitsplatz, in der Familie, getragen wird zu Menschen, die darüber nachdenken, ja, es geht auch um meine Zukunft am 22. September. Wir haben noch tolle Kundgebungen mit der Bundesvorsitzende Angela Merkel in ganz, ganz vielen Städten in Deutschland. Wir haben neue Plakate, die man mit dem Merkel-App zum Leben erwecken kann. Dann spricht dieses Plakat. Und wir haben eine tolle Schlusssporttour unseres Teams Deutschland. Das sind ganz, ganz tolle freiwillige Helferinnen und Helfer in allen Wahlkreisen. Alles Gute für die nächsten Tage. Herzlichen Dank, Hermann Gröhe.